Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die MP3-Box von Manuelsen. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. MP3 von Manuelsen aus dem Jahr 2014. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine schwarz-graue, schwarz-weiße Box. Oben lesen wir Pottweiler Evolution Presents. Dann haben wir hier Manuelsen in zwei verschiedenen Posen nebeneinander abgebildet. Einmal hier mit ziemlich großzügigem Ausschnitt und Halskette und Sonnenbrille. Und dann hier nochmals so seitlich daneben stehend, auch wieder mit Sonnenbrille. Manuelsen MP3 Premium Edition lesen wir hier. Dann haben wir die Credits zum Album. Das Ganze kommt in einer relativ flachen Box und die Box vom Material her sehr dünn gehalten, also eine dünne Pappbox. Auf der Seite lesen wir hier MB3, darüber Manuelsen und darunter Premium Edition. Dann haben wir hier noch unten das Logo von Manuelsen. Auf der anderen Seite ebenso. Oberseite zieht sich diese schwarz-grau zerkratzte Optik durch. Auf der Unterseite ebenso und auf der Rückseite lesen wir dann nochmals Manuelsen MB3 Premium Edition und einen Barcode. Gut, nachdem wir das alles angesehen haben, werden wir das Ganze jetzt mal öffnen. Also wie gesagt, man sieht schon am Material her, das ist sehr dünn. So, die Box ist von innen weiß und jetzt komplett geleert. Und wir haben hier einmal das Album an sich, auch wenn sich gerade hier schon das Booklet verabschiedet. So, das Album an sich inklusive Instrumentals. Dann haben wir ein Poster und in diesem Poster hat sich auch noch eine Autogrammkarte versteckt. Wie immer starten wir mit dem Album an sich. Das Cover wie auch schon auf der Box. So sieht es aus. Das Ganze kommt in einem Digipack, Hochglanzoptik. Auf der Seite lesen wir, so rum, Manuelsen MB3 Premium Edition. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir 18 Tracks. Und dann lesen wir hier noch CD2 Instrumentals. Die Features stehen auch daneben. Und zwar haben wir Features von Roller, Case, Mick Donné, Haudegen, Sido, Kitty Cat und PA Sports. Also 7 Features auf diesen 18 Tracks verteilt und CD2 Instrumentals, Credits und Barcode. Dann kommen wir zum Booklet. Das Booklet befindet sich hier gleich am Anfang in dieser kleinen Lasche hier. Und zwar haben wir hier wieder Aufnahmen von Manuelsen und dann hier einzelne Tracks aufgelistet. So sieht das aus, zieht sich so durch diese Optik. Weitere Tracks und weitere Aufnahmen. Sehr düster das Artwork in meinen Augen. Dann haben wir hier so eine Fotokollage und zwar haben hier scheinbar Fans diverse Zitate oder Textzeilen von Manuelsen entweder tätowiert, aber ich schätze mal die meisten hier einfach mit Stift aufgeschrieben auf ihre Arme, Schultern oder vor allem Hände und Finger. So sieht das aus. Da dürfte es ihnen eine Fanaktion gegeben haben damals, dass er die Leute aufgerufen hat, solche Fotos einzuschicken. Dann haben wir wieder eine Aufnahme von Manuelsen, weitere Tracks, die letzten zwei Tracks. Hier noch eine Abbildung Manuel beim Rauchen. Und dann haben wir hier noch zum Abschluss die gesamte Tracklist. Und hier unten dann auch noch, wer das Ganze produziert hat. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich hätte es natürlich bevorzugt, wenn man das aufgeschlüsselt hätte. Also wenn man jetzt genau gewusst hätte, okay, Judy hat den und den Track produziert und Bounce Brothers den und den. Also wenn das Ganze schon detailliert aufgelistet wäre. Aber ja, zumindest werden die hier erwähnt. Zum Abschluss nochmal so eine schwarz-graue, zerkratzte Oberfläche. Machen wir das Booklet wieder rein.
Dann haben wir nochmals eine Abbildung von Manuelsen hier mit Sonnenbrille und dann die zwei CDs. Wir haben hier einmal die Album-CD, MP3 lesen wir hier und auch die CD in dieser schwarz-grau zerkratzten Optik. So sieht das aus. Die Rückseite ebenfalls in dieser Optik gehalten. Und dann haben wir die zweite CD, diese exakt wie die erste CD, nur mit dem Unterschied, dass hier Instrumentals steht. So sieht die CD 2 aus, 18 Instrumentals darauf und hier haben wir nochmals Manuelsen abgebildet. Gut, soweit zu dem Album im Digipack. Dann haben wir eine Autogrammkarte und zwar diese in schwarz und rot gehalten. Hier lesen wir Manuelsen. Manuelsen mit Tag Live Oberteil. Auf der Rückseite lesen wir wieder Manuelsen MB3 Pottweiler Evolution Presents. Also sieht so nach düsterer Stadt aus und nicht nach Batman wird hier gerufen, sondern nach Manuel. Und als letzten Boxinhalt, als dritten Boxinhalt, haben wir dann hier noch ein Poster. Wie man es von Manuelsen Boxen kennt, also ich glaube in jeder Box von Manuelsen ist ein Poster drinnen und diese auch meistens echt groß. Also das dürfte, wenn ich es richtig sehe, ein Poster in der Größe A1 sein. Wir haben hier unten die ganzen Credits zum Album, sogar die Feature-Gäste wurden hier auf dem Album, also auf dem Poster hier aufgeführt. MB3 Premium Edition, darüber lesen wir Manuelsen. Und auch hier wieder, das dürfte wohl 1:1 die Pose sein von der Autogrammkarte. Denn auch hier wieder Tag Live Jacke, hier sieht man es besser, Lederjacke dürfte das sein. Und dann hier oben dann der Kopf von Manuelsen und oben lesen wir wieder Pottweiler Evolution Presents. Also das Poster in rot-schwarz bzw. rot und ja dunkelblau, violett, was auch immer das ist, gehalten. Was man hier gut erkennen kann, Manuelsen hier mit Gucci Sonnenbrille. Rückseite blank weiß, also das Poster einseitig bedruckt im Hochformat. Ist nur die Frage, ob ich das wieder zusammenbekomme. Ja, so müsste das gehen. Jawohl. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster im Hochformat einseitig bedruckt. Dann diese unterschriebene Autogrammkarte. Und natürlich das Album an sich im Digipack inklusive Instrumentals. Das alles in dieser wunderbaren Box MB3 von Manuelsen. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Manuelsen unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.